Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute was ganz Besonderes, denn ich habe soeben mein erstes Paket von Hatice Schmidt Labs bekommen mit den neuen Produkten und wir werden sie heute testen und ich habe einiges, was ich euch mit auf den Weg geben möchte. Das Ganze fällt mir dieses Mal ein bisschen schwerer, aber ihr kennt mich, wenn ich es supporten kann, supporte ich. Und deswegen zuallererst herzlichen Glückwunsch Hatti, herzlichen Glückwunsch Sebastian und ich weiß, wie viel Arbeit ihr in die Produkte reinsteckt und das möchte ich gerne honorieren mit diesem Video. Ich habe sie noch nicht ausprobiert, ich habe einmal PR bekommen und weil das Paket ohne meines Wissens im Paketladen war, habe ich einfach nochmal komplett neu bestellt. Die Sachen, die kommen, die verlose ich. Ich habe verschiedene Farben gekauft und ihr könnt wie immer bis zum Ende dranbleiben und dann zählt einfach die Emojis und dann kontaktiere ich euch und ihr könnt ein Set gewinnen. Ich möchte heute, ich glaube, ihr merkt, dass es ganz, ganz schwierig ist, weil erstmal, ich glaube, nach dem letzten Jahr hat sich vieles verändert in der Beauty Welt und ich hatte ehrlich gesagt sehr große Angst vor diesem Launch, weil ich einfach weiß, wie schlimm das gewesen sein muss für Hatti selber. Und ich bin sehr, sehr froh, dass es diesmal ganz, ganz anders war und dass die Resonanz so schön war. Und deswegen bin ich auch motiviert, mich hinzusetzen, weil nicht nur, dass es damals viel, viel Ärger gab für sie, sondern auch wir Creator haben extrem viel Wut und Hass abbekommen und das hat für mich ganz, ganz lange gedauert, um das für mich, und ich habe mit der Situation ja gar nicht wirklich was zu tun gehabt, das zu verarbeiten. Und deswegen freue ich mich, dass das diesmal alles so wunderschön und toll gelaufen ist und diese Liebe wieder zurückgekommen ist. Und deswegen möchte ich noch mehr Liebe hinterherwerfen. Ich schminke ein bisschen was und bevor wir zu den Produkten kommen, ich benutze jetzt für die Augen die Holy und die Day Palette. Ich benutze die tatsächlich sehr, sehr gerne. Vor allem auch regelmäßig. Und starte als erstes mit der Farbe Sandstorm. Ihr habt mit Sicherheit das Launch-Video von Hatti gesehen. Falls ihr es nicht gesehen habt, ich verlinke euch das gerne einmal unten. Das Ganze, ich erzähle euch kurz, wie ich auf dieses Video reagiert habe. Ich habe das gesehen und als ich die Shade Range gesehen habe, ich war sprachlos. Wenn ihr so ein bisschen im Make-up-Game drin seid, habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, dass es in letzter Zeit natürlich zum Sommer passend viele Bronzer-Launches gab. Und es gab aber auch sehr, 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 sehr viel Ärger. Ich hatte den Titel im Kopf für das Video. Ich weiß nicht, ob es am Ende so heißt. Warum Hatice Schmidt Labs besser ist als alle anderen. Denn, wisst ihr, ich habe hier unten auch Bronzer-Muster für meine eigene Brand liegen. Die Produktentwicklung ist sehr, sehr teuer. Und vor allen Dingen für kleine Marken und Hatice Schmidt Labs ist eine kleine Marke. Egal wie viele Subscriber sie hat, wie viele Kunden sie hat, es steht keine große Marke dahinter. Und demnach gibt es auch niemanden außer sie selbst, die die Produktentwicklung finanzieren kann. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie teuer es ist, alleine ein Produkt zu produzieren. Nur eins. Das ist sehr, sehr, sehr viel Geld. Und ich war damals schon überrascht, dass sie einfach zwei Lidschattenpaletten rausgebracht hat. Und jetzt kommt sie mit einer Shade Range an Bronzern in einer Textur. Ich habe sie noch nicht probiert. Die meiner Meinung nach von einer kleinen Marke es noch nie gab. Ich kenne zumindest keine. Und vor allen Dingen, wenn wir jetzt vergleichen mit Marken, die in den letzten Wochen rausgekommen sind. Make-up bei Mario. Anastasia Beverly Hills, Jaclyn Cosmetics. Das sind Großunternehmen. Sie stellen sich immer so ein bisschen kleiner hin, als sie vielleicht sind. Vor allem Jaclyn und Mario. Das sind Großunternehmen. Und sie kriegen es nicht, und entschuldigt bitte meine vulgäre Sprache, sie kriegen es nicht geschissen, eine Shade Range hinzubringen, die nicht ansatzweise inclusive ist. Und Hatice Schmidt Labs kommt um die Ecke mit hell bronzer bis fast schwarzer Bronzer als Indie-Brand, als kleine unabhängige Marke. Und dafür ist es ist unglaublich. Und ich habe nichts davon, wenn ich jetzt hier etwas schöner rede, als es ist. Aber wisst ihr, diese Make-up-Industrie aktuell ist und wie teuer es ist, Produkte auf den Markt zu bringen. Und dann verstehe ich nicht,
wie es eine Hatice Schmidt schaffen kann, so eine krasse Shade Range rauszubringen. Das müssen nicht 200 Bronzerfarben sein, aber 5 oder 4 in Farben von hell bis wirklich, wirklich, wirklich dunkel, dass jeder die richtige Farbe hat als Indie-Brand Boys and Girls. Wenn ihr es als andere Marken nicht schafft, dann lasst es lieber. Und das ist für mich der Grund, und da bin ich transparent. Solange ich es nicht schaffe, eine für mich akzeptable Shade Range rauszubringen, benutze ich den Bronzer, der hier unten vor meinen Füßen liegt, solange ich kann für mich, ohne ihn zu launchen, weil es einfach nicht funktioniert. Und dafür herzlichen Glückwunsch. Nein, nicht herzlichen Glückwunsch, das ist das Richtige. Und das möchte ich, dass das so ein bisschen honoriert wird. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Das ist einfach etwas, was mich so... Ich habe so viel Wut in mir gerade, weil ich habe in den letzten Wochen viele Make-up-Launches von anderen Firmen gesehen, die es einfach nicht gebacken kriegen, vernünftige Produkte rauszuhauen. Oder ich sehe Produkte von Influencern und Influencerinnen, die nur um verdammte Axt Kohle ohne Ende zu verdienen, Produkte rausbringen, die A keiner braucht, die B keiner benutzen kann und die C, niemand hat danach gefragt. I'm sorry. Ihr habt es vielleicht so ein bisschen mitbekommen, dass in den letzten Wochen bei mir einiges schiefgegangen ist. Und warum ich das jetzt so lange und so ausführlich jetzt erklärt habe, ist, ich glaube, dass manchmal Leute einfach die richtigen Leute supporten sollten. Und ich habe es in den letzten Wochen am eigenen Leibe erfahren, wie es ist, wenn Leute einem probieren, was Böses zu wollen. Und bei aller Liebe, ich habe noch nie erlebt, dass Hattie auch jemals ein schlechtes Wort über jemand anderen verloren hat. Und deswegen, supportet die Leute, supportet die Brands, die wirklich hinter etwas stehen, die wirklich etwas bewegen wollen und denen es nicht nur darum geht, Geld zu verdienen. Amen. Hauptsache 15 Minuten Video, noch nicht einmal den Bronzer benutzt, aber ich liebe die Palette. Und als Topper gehe ich hier in Mondays rein. Ich habe den Look einmal halbwegs fertig gemacht, Mascara machen wir alles zum Schluss auf. Ich bin jetzt wirklich sehr aufgeregt. Und zwar haben wir hier einmal den Bronzer, ein sehr, sehr sleekes Packaging, was ich nicht schlecht finde. Ich finde, es passt tatsächlich zu Hattie, sehr edel. Und man muss es dazu sagen, Hatice Schmidt Labs positioniert sich nicht als Mittelklasse-Marke vom Preis her. Ne? Also es ist sehr, sehr hochwertig und die Textur soll so eine seidig-matte Textur sein und allein das Pressing. Ihr habt keine Ahnung, was es kostet, so ein Pressing zu machen. Es wird hier eine komplett eigene Stanze dafür angefertigt und mehrere davon. Du kannst ja nicht 15.000 Bronzer einzeln stempeln, sondern es passiert mehrfach hintereinander. Wunder, wundervolles Pressing. Ich habe hier einmal die Farbe Medium. Ich will da eigentlich gar nicht reingehen, ne? Gehe ganz leicht rein. Sehr, sehr weich. Tatsächlich dachte ich, dass die Farbe in dem Video so ein bisschen sehr rot ist. Aber jetzt im Real Life ist es das nicht mehr. Ich swatche jetzt aber auch nochmal im Vergleich dazu die Farbe Light. Es sieht halt so... Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Vielleicht habt ihr ihn schon zu Hause. Die Farben sehen tatsächlich nass aus. Also auch im Fännchen sieht das aus, als hätte das jemand angesprüht mit Glow. Auf der Hand ist das wirklich diese super weiche Textur und ich glaube, wir starten mit Light. Ich nehme hier einen fluffigen Pinsel, der ist einfach nur eingefärbt. Ich gehe hier rein, das zerbricht mir das Herz, dieses Pressing kaputt zu machen. Es ist kein Duft mit dran, es ist vegan, cruelty-free, talc-free, paraben-free, also amazing. Und es sind 9,5 Gramm drin und wir starten mit der ersten halben Seite. Ich glaube, ihr könnt schon sehen. Ich drehe mal das Licht weg, dann habt ihr so ein bisschen besseres Bild auf die Farbe, ja. Also er ist super pigmentiert. Ich dachte, dass er mir zu hell ist, aber das ist dieser leichte Bronzer-Touch. Ihr seht es, glaube ich, direkt im Unterschied, ne? Wir haben hier Pfannkuchen und hier ist tatsächlich Snatched. Sehr weich, lässt sich gut verteilen und das Krasse ist, es ist kein Kickback drin, weil diese Textur sehr, sehr feucht ist. In ihrer, hier, in der Holy Palette sind ja auch diese Texturen Infernum und Aequor drin. Die sind ja auch wie nass und daran erinnert mich so ein bisschen dieser Bronzer. Ne? Also der ist von der Textur her ähnlich wie diese Lidschatten. Sehr pigmentiert.
und lässt sich gut einarbeiten ohne zu. Das ist halt das Schöne, es ist nicht pudrig und dadurch könnt ihr einfach auch auf eine halbwegs gesettete Base gehen. Ich bin ganz zufrieden mit der Farbe Light. Ich probiere jetzt aber spaßenshalber auf der anderen Seite einfach nochmal die Farbe Medium. Die ist tatsächlich ein bisschen wärmer und intensiver. Ihr seht schon, das ist nochmal eine ganz andere Farbe. Finde ich jetzt aber nicht schlecht. Ich habe extra nochmal den dunkelsten Ton bestellt, weil ich mir vorstellen kann, dass diese Farben als Lidschatten, vor allen Dingen die dunklen, wunderschön aussehen. Einfach so ein Touch an Farbe. Ich weiß nicht, ob es in der Kamera rüberkommt. Im Real Life ist es tatsächlich aber nicht pudrig auf der Haut. Also ich habe ja sehr, sehr viel Make-up im Gesicht und ihr seht, dass es sehr, sehr weich ist. Ihr könnt weniger benutzen, ihr könnt noch mehr benutzen. Die lassen sich sehr, sehr gut aufbauen, weil sie halt. Ihr müsst euch vorstellen, das Produkt ist ja ein Puderprodukt, aber wenn das zu trocken ist und die Basis auf Talg besteht, weil meistens ist es sehr, sehr pudrig und irgendwann reiben sich diese einzelnen Puderpartikel aufeinander weg. Und ich glaube, das ist auf Wasserbasis. Kann sein. Okay, also Bronzer, wunderschön. Ich bin sehr gespannt auf die anderen Farben. Vom Swatchen her sehr gut. Ich tatsächlich, wenn ihr meine Hautfarbe habt, würde euch sagen, nehmt den helleren, das reicht. Der andere ist super pigmentiert und den kann ich mir gut als Transition Shade vorstellen, aber er gleitet sehr, sehr weich auf die Haut. Jetzt bin ich natürlich gespannt, was die Highlighter können. Und da haben wir hier einmal die Farbe Light. Auch den swatche ich euch einmal. Das Pressing ist wieder ein anderes. Und da seht ihr, ne? Nochmal ein neues Pressing, nochmal eine neue Stanze, nochmal mehr Kosten. Sehr, sehr cremig. Und auch hier sollen die Farben wie so nass aussehen. Hier seht ihr die Farbe Light. Oh, es ist ein wunderschöner Ton. Medium, das ist der da drunter. Ich glaube, ich benutze Medium. Ich finde, der sieht so ein bisschen aus wie der Ambrisi Highlighter von Anastasia und Ambrisi. Und der war ja wirklich der krasseste Highlighter überhaupt damals. Ich nehme fluffigen Pinsel von Letizia und setze mir den jetzt einfach hier hin. Und das Schöne ist, das ist so ein All-Over-Glow. Also das ist nicht so pudrig, sondern das ist, ihr seht es, glaube ich, so ein Wet Glow. Also ich hatte so ein bisschen Angst, dass er vielleicht ein bisschen zu glitzerig ist. Ist er nicht. Also ich sehe keine Glitzerpartikel. Er ist sehr nass. Und auch die Farbe passt halt gut zum Bronzer. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Highlighter-Shades an die Bronzer-Shades angepasst sind, weil der so ein bisschen güldener im Unterton ist. Ich sehe aus, als wäre ich wirklich gerade aus dem Urlaub gekommen. Okay, ich habe euch noch einmal ein Stückchen näher geholt, dass ihr euch auch den Effekt auf der Haut ansehen könnt. Einmal vom Glow, dass ihr seht, dass das kein glitzeriger Glow, sondern das ist wirklich ein sehr weicher, sehr zarter Glow. Und der überträgt sich so ein bisschen in diesen Bronzer, ne? Also das sieht nicht aus wie pudrig, es fühlt sich nicht trocken auf der Haut an. Und es ließ sich alles sehr, sehr gut ineinander verblenden. Und das ist immer der Look mit den Produkten, die es jetzt neu bei Hattie Schmidt Labs gibt. Ich glaube, ihr habt so ein bisschen mitbekommen. Das Ganze war weniger eine Review als eher eine Demonstration und eine Erklärung, warum ich der Meinung bin, dass es wichtig ist, den Leuten den Support zu geben, den sie verdient haben, als Leuten oder Marken, die ein paar Sachen machen, die vielleicht nicht ganz so korrekt sind. Und wir haben einen sehr, sehr schönen Effekt auf der Haut. Ich kann sie euch empfehlen, wenn ihr sagt, okay, ihr könnt mit 34 € leben. Für das, was es ist, ganz ehrlich, finde ich es in Ordnung. Indie-Brand, tolle Textur, tolle Formulierung, individuelles Pressing und jemanden, den man gerne supportet. Meiner Meinung nach völlig fein. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Vielleicht hat es euch geholfen, nochmal so einen kleinen anderen Blick auf die Sachen zu kriegen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt oder eure Meinung in die Kommentare schreibt, falls es nicht so ist. Ansonsten könnt ihr gerne den Kanal abonnieren. Ich freue mich. Ich bin montags, mittwochs und freitags hier und würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf.